Also mein Name ist Kai Rebmeier. Ich habe hier seit 2012 die Professur für Hochspannungstechnik, Blitzstrom und elektromagnetische Verträglichkeit, EMV. Ich forsche hier im Bereich der Hochspannungsdiagnostik. Das heißt, mich interessiert, wie gut geht es eigentlich einem Kabelsystem, das wichtig ist für unsere Energieversorgung. An der Fachhochschule Kiel habe ich hier eine sehr schöne große Hochspannungshalle, wo ich Spannung bis über 1 Million Volt generieren kann. Ich habe Testkabelstrecken, wo ich also bestimmte Fehlerzustände simulieren kann und dann ausprobiere, wie meine Messtechnik diese Fehlerzustände erfasst, ob alles erkannt wird, wie gut die Messergebnisse sind und ob man letztlich eine Aussage treffen kann. Kabel sind an sich nicht neu. Über 100 Jahre lang haben wir schon Kabel in der Energieversorgung. Das Neue ist, dass es sich dabei um Kunststoffkabel handelt. Die ersetzen die klassischen Öl-Papier-Kabel. Öl hat einen schlechten Ruf bezüglich Umweltverträglichkeit, deswegen wechselt man nach und nach auf die Kunststoffkabel. Aufgrund der wenigen Betriebserfahrung, man hat einige 10 Jahre im Vergleich zu den 100 Jahren, interessiert sich der Energieversorger dafür, ob das Kabel wirklich in dem guten Zustand ist. Und meine Aufgabe ist herauszufinden, mit welchen messtechnischen Mitteln ich herausfinden kann, dass ein Fehler im Anfangsstadium ist. Dann kann man nämlich reagieren, eingreifen und rechtzeitig reparieren. Das ist eine Diagnosemessung, die man dann durchführen muss. Und das ist wieder mein Spezialgebiet, empfindliche Messungen auf der Baustelle und nachher beim Zuschalten im laufenden Betrieb einer Online-Messung. Also gerade im Netzausbau in Schleswig-Holstein kommt dieses Kabel zum Einsatz, zum Beispiel wenn man Offshore-Windparks anbindet. Man muss die Energie vom Windpark an Land kriegen, das geht von der Nordsee Richtung Küste Schleswig-Holstein und von da muss es auch weiter transportiert werden bis zu einem Punkt im bestehenden Energieversorgungsnetz, der diese Leistung wirklich aufnehmen kann. Die Herausforderung ist diese lange Distanz, also erstmalig macht man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über mehrere hundert Kilometer von Schleswig-Holstein runter nach Bayern. Das gab es in Deutschland bis jetzt noch nicht so. Es gibt wirklich offene Fragestellungen. Diese Fragestellungen, da wird dringend eine Antwort gesucht auf Seiten der Industrie. Und mein Job ist halt sehr schön, weil ich kann diesen Fragestellungen in Ruhe nachgehen. Die FH Kiel bietet mir hier mit den Laboren die Möglichkeit, das wirklich super auszuprobieren.